Damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Clash Royale. Ihr seht es schon im Hintergrund, es ist ein komplett anderer Account. Und ihr hört es vielleicht zusätzlich noch an der Stimme, es ist nicht Pascal, der jetzt hier spielt. Es ist Sven. Ihr kennt mich vielleicht aus den englischen Videos, die jetzt nicht so mega viel Anklang bei euch gefunden haben. Deswegen versuche ich es auf Deutsch. Im Hintergrund ein Level 1 Account, der jetzt gerade erst erstellt wurde. Wir haben uns da ein kleines Special quasi ausgedacht. Eine kleine Folge, eine kleine Serie, was wir starten wollen. Und zwar wird die Serie bezüglich dem Ritter sein, bezüglich des Knights. Der Name wird dann sowas lauten wie Knights Rage to the Top. Kurz die Regeln. Heißt, der Knight muss immer im Kampfdeck bleiben, über die komplette Spielverlauf hinweg, egal in welcher Arena es sind. Er darf nur upgegradet werden, wenn wir wirklich in eine Arena hochkommen. Heißt, wenn wir jetzt in die zweite Arena kommen, dürfen wir um 1 erhöhen. Wenn wir in die dritte Arena kommen, wieder um 1. So bis wir dann bei Arena 8 angelangt sind und dann den Ride rein rechnerisch auf 9 haben dürften. Ab dann darf er nicht mehr upgegradet werden und muss weiterhin im Kampfdeck bleiben. Heißt, wir können das Deck rund um den Knight gestalten und uns mit Arena-Aufstiegen seinen Aufstieg erspielen. Wir starten die Serie mit einem kleinen Pack-Opening. Einem Holztruhen-Pack-Opening, weil bisher haben wir nur 7 Karten. Und die 8. Karte wird uns dann wirklich Zugang zu der Arena haben. Ihr seht oben Pokale, 0 Pokale. Und die Kronentruhe, die werden wir gleich heute mal absahen. Unter den 3 Holzkarten, Holzkisten, werden eine epische Karte, die wir uns natürlich noch weiter vorwärts bringen, sein. Und vielleicht noch ein paar andere Karten, wo wir dann upgraden können. Wir fangen direkt mal an. Gold. Und schon mal den Ritter. Den dürften wir jetzt, wenn er jetzt nochmal kriegt, nicht mal upgraden, weil wir erst eine Arena-Stufe steigen müssen, was bei 300, nee, 400 Pokale der Fall ist. Gleich die nächste Holztruhe, wieder Gold. Und der Bomber, den können wir dann gleich hoch machen. Und hier, das ist jetzt die Holztruhe, wo die epische Karte drin ist. Ich bin mal gespannt, so der Knight wäre ganz gut. Ich meine den dunklen Prinz, den normalen Prinz. Skelett Army. Finde ich jetzt von den epischen Karten her eigentlich die schlechteste, weil das eigentlich nur zu Defensivzwecken eingesetzt werden kann. So ein Baby Dragon oder so ein Prinz wäre da schon um einiges besser gewesen oder vielleicht die Hexe. Ah, die Skeleton Army, ja, das ist eine gute Frage. Drin lassen tun wir sie auf jeden Fall im Deck. Die Frage ist, ob wir da wirklich was reißen können damit. Ja, noch mal gucken, vielleicht kriegen wir da was Schönes. Ha, jetzt ist es tatsächlich eingetreten. Wir könnten theoretisch den Ritter auf 3 machen, dürfen es aber gar nicht. Das ist zu schade. Jetzt hoffen wir mal, dass wir dann so schnell wie möglich die 400 Pokale zusammenkriegen, damit wir den auch wieder upgraden können. Alles andere dürfen wir natürlich eins hoch machen. Was wir direkt machen werden. Zack, Bombe auf 2. So sind wir gleich mal konkurrenzfähig und können vielleicht gleich mal hier durchstarten. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf den Knight drücke und den upgrade, sonst wäre die ganze Serie dahin. Da muss man immer ganz schön aufpassen, weil wenn man so schön was grün aufleuchten sieht, dann will man immer gleich drauf drücken. Was habe ich hier noch? Goblins, sollten wir die reinmachen? Nö, brauchen wir nicht. Gut, dann starten wir in den ersten Kampf und versuchen gleich mal eine Kronentruhe mit Siegen zu füttern. Warten wir mal ab, ich habe schon eine ganz schöne Weile nicht mehr so weit unten gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute da reagieren. Aber ich denke mal, Riese mit Musketier im Rücken ist immer ein ganz guter Push. Ja, kommt nicht ganz durch. Und der Gegner hat das Glück, der hat den Prinz. Wo wir jetzt mal gleich schön mit der Skeleton Army kontern werden. Das sieht nämlich der Prinz ganz alt aus. Aber man sieht schon, der Gegner, der hat schon ein bisschen Erfahrung. Der weiß direkt, dass man Pfeile mit, ja, mit gut nutzen kann gegen so Kleingruscht. Wird schon mal gleich ein toughes Match am Anfang. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht gegen einen Anfänger komme. Sieht leider nicht danach aus. Versuchen wir gleich den nächsten Push. Oh, unser Gegner hat den Prinz und die Hexe. Das ist natürlich hart. Das könnte gut sein, dass wir gleich mal mit einer Niederlage in die ganze Situation hier reinstarten. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, eine Hexe und den Prinz als Gegner zu haben. Jetzt muss der Knight hier gleich mal ordentlich Damage machen, sonst sieht es ganz schlecht aus. Komm, hau die Hexe kaputt.
Okay. Also, jetzt sieht es auf der linken Seite schon wieder schlecht aus. Jetzt werden wir die Skeleton-Armies setzen. Jetzt, wenn der Gegner nicht komplett blöd ist, würde er die Pfeile setzen, um die abzuwehren. Ja, genau das wird jetzt auch der Fall sein. Sodass der Prinz jetzt auch wieder ordentlich Schaden auf unserem linken Tower machen wird. So, jetzt müssen wir uns aber auch mal selber an die Offensive kümmern. Den Riese vorschicken und dahinter will ich den Bomber setzen, um die kleinen Skelette von der Hexe kaputt zu machen. Leider hat es ein bisschen gebuggt gerade beim Setzen und ist schon viel zu spät gesetzt worden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Runde hier nicht gewinnen werden. Der Gegner übermächtig mit seinen epischen Karten, den Prinz und die Hexe in einem. Ich weiß gar nicht, wie das auf Level 1 überhaupt möglich ist. Das ist ja schon fast ein Cheat. Also wo ich angefangen habe, war das nicht so, dass ich gleich zwei epische Karten hatte und dann noch den Prinz und die Hexe, die zwei besten Karten, wo man am Anfang verhaben kann. Die sind absolut overpowered, also verdient 3-0 verloren. Habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, aber muss ich leider applaudieren dem Gegner, der war einfach viel zu stark. Heißt, wir haben jetzt 0, 0 Trophäen und 0 Trophäen abgezogen, also schon mal nicht ins Minus gerutscht, ist schon mal nicht schlecht. Gut, so können wir das eigentlich nicht enden lassen, die erste Folge. Ich würde sagen, zweiter Kampf und hoffentlich geht es jetzt genau andersrum aus. 3-0 für uns am besten. Gut, dann würde ich jetzt mal ein bisschen defensiver an die Sache rangehen. Kurz mal abwarten, was der Gegner so macht. Wir kommen jetzt auch gleich mal gegen einen Level-2-Gegner, wo allerdings vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung hat, weil ich sehe, der wird direkt auf unser Tower schießen, was jetzt nicht allzu viel ihm bringen wird. Setze ich den Bomber, damit es den Kleingrusch kaputt macht. Okay. Ah, wieder recht ausgeglichen, so wie es aussieht. Ich dürfte jetzt einen kleinen Elixiervorteil haben, mit dem ich jetzt gleich pushen könnte. Allerdings habe ich die Skeleton Army auf der Hand, mit dem man nicht wirklich pushen kann. Ich kann hier schön die Skeleton Army um den Musketier rumsetzen. Und wenn der Gegner keine Pfeile hat, sieht es jetzt auch mal gar nicht so schlecht aus. Sehr gut sieht es aus. Und jetzt tun wir mal ordentlich pushen. Ich habe die Pfeile und werde jetzt die Skeleton Army hier links abfangen. Hier mit dem Knight und den Bogenschützen und den Musketieren pushen. Und dann dürfte der Tower rechts schon fast down sein. Sehr gut. Und man sieht wieder links einfach Feuerball auf den Tower, ohne irgendeine Truppe zu beeinflussen. Das ist einfach dumm gespielt. Ich habe jetzt deutlich wieder mehr Elixier. Er hat gerade vier Elixier einfach verschwendet. Ich kann hier wieder den Musketier einfach abfangen und den Konter über rechts fahren. Jetzt ist er links unter Druck und rechts unter Druck. Er hat sogar die Pfeile. Warum setzt er sie nicht früher? Jetzt dürfte ich eigentlich den rechten Tower haben. Wobei jetzt die nächste Frage wieder ist, gehe ich da direkt auf 3 oder versuche ich deinen linken noch anzukratzen? Das wird sich jetzt gleich kurzfristig entscheiden. Mal schauen. Ich versuche gleich mal hier die Bogenschützen hinten dran zu setzen. Um vielleicht gleich weiter zu pushen. Er versucht tatsächlich mit der Skeleton Army anzugreifen. Was ich niemals machen würde. Ich versuche immer mit der Skeleton Army Gegner abzuwehren. Gut. Kommt unser nächster Push über rechts und gleichzeitig links. Ich setze hier den Bomber hinten dran. Es war Fehler. Der hätte den Riesen abwehren müssen. Jetzt kann ich hinter den Riesen noch meine Bogenschützen setzen. Und mit etwas Glück habe ich jetzt gleich seinen Tower da hinten. Okay, Musketier und den Knight. Den Riesen kann ich jetzt fast außer Acht lassen, bis meine Skeleton Army wieder gezündet ist und los geht's. Jetzt habe ich hier gleich den 3-Sterne-Sieg und links der Riese, der wird auch ordentlich Schaden gemacht. Jetzt kann ich den Feuerball noch absichern und da habe ich den 3-0-Sieg. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Weil es ist immer recht schlecht, mit einem 3-0-Niederlage in so ein Video zu starten und ja, Spannung aufzubauen, weil die Leute wollen keine 3-0-Niederlage sehen, sie wollen sehen, wie du spielen kannst. Und das habe ich jetzt hoffentlich unter Beweis gestellt. Damit würde ich die erste Folge direkt schließen. Kurz unsere Errungenschaften schauen. Dann neide ich mit, noch mit Level 2 am höchsten und wir könnten auf 3 bringen. Bräuchten dazu aber noch 370 Pokale, die wir hoffentlich demnächst dann auch holen werden, um dann zumindest mal in die Knochengrube kommen zu können.
Zudem haben wir noch etliche Karten nicht gefunden, die wir dann in unser Deck einbauen dürfen und Karten austauschen dürfen, außer den Knight. Der bleibt drin. Gut, damit beschließe ich die erste Folge. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Hoffe, die Idee gefällt euch mit der Knight Rage to the Top Staffel, Serie, wie man es auch nennen mag. Ich sage einfach mal Dankeschön fürs Schauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți fraiere, cam am putut ca aia, deci puie bă. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul G pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Blocul pentru tine un sac pe verticală. Mergi la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că-mi brac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici că te zbor din X5.